Hallo, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Bei uns geht gerade der Indian Summer zu Ende und der Winter hält Einzug. Es ist ziemlich windig. Und deswegen habe ich hier auch eine rechte Geräuschkulisse. Ich hoffe, das geht trotzdem. Ja, das Webinar, das ich gehalten habe, hat so viel eröffnet wieder und auch dieser Prozess, dieser Seelendetox-Prozess hat mittlerweile nach so kurzer Zeit doch ganz, ganz vielen Menschen, die im Webinar waren oder die auch von mir persönlich gecoacht werden und mir persönlich auch extreme Befreiung gebracht. Und im weiteren Schritt hatte ich gestern noch eine Eingabe. So die ganzen Sachen, die fallen mir ja irgendwie nicht selber ein. Die kommen ja nicht aus meinem Verstand. Also das möchte ich mal ganz klar betonen. Das ist nicht etwas, was mein Verstand alles zusammenträgt und findet, sondern das ist wirklich göttliche Inspiration. Und das kommt aus dem Nichts. Das ist wirklich, ich bin dann offen zu empfangen, habe dann irgendwann mal eine Frage gestellt, mir selber respektive dem Universum und irgendwie kommt dann irgendwann mal die Antwort, wie es bei allem so ist, was man kreieren möchte. Die Intention steht am Anfang. Man sendet die Intention aus und geht davon aus, dass die Antwort kommt. Und so ist mir gestern eben auch die Antwort gekommen, was diesen Detox-Prozess, wo eine Vergebung anderer und sich selbst beinhaltet. Ich weiß, viele kennen schon diese Vergebungsprozesse, aber irgendwie, glaube ich, ist auch jetzt eine andere Zeit, dass solche Sachen viel direkter funktionieren. Und was die körperliche Krankheiten betrifft, wissen wir ja ganz klar auch von Dr. Joe, dass in dem Moment, in dem wir reines Bewusstsein werden, also niemand, nichts, an keinem Ort, mit keiner Sache respektive, dann werden wir gleichzeitig alles und überall und sind dann in dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich habe ja gestern auch nochmal diesen Newsletter von Dr. Joe gepostet und da ist ja alles nochmal ganz wunderbar erklärt. Und eine Verbindung mit diesem Feld, mit diesem Bewusstsein, mit diesem göttlichen Bewusstsein, braucht eigentlich nicht wahnsinnig viel. Wir gehen zwar immer in diesen Meditationen, führt uns Dr. Joe sehr, sehr lange zu diesem Bewusstseinszustand, also in unser reines Bewusstsein, weil wir doch immer sehr viel Mühe haben, unseren Verstand aus dem Weg zu räumen. Aber im Prinzip ist es eine Sache, eine ganz, ganz kurze Sache, in diesen Bewusstseinsraum einzutreten, der eigentlich eben, weil es gibt ja keine Zeit und keinen Raum, der eigentlich zusammen mit der ausgesprochenen oder auch nur gedachten Intention eigentlich schon passieren kann. Und deswegen funktioniert auch dieser Seelendetox-Prozess. Und gestern, jetzt komme ich eigentlich erst zum Punkt. Gestern habe ich diesen Seelendetox-Prozess quasi gemacht mit meinem Körper. Und das war so kraftvoll. Und zwar, anstatt allen Menschen, die mir in den Sinn gekommen sind, habe ich allen Organen, allen Teilen meines Körpers, die mir nur in den Sinn gekommen sind, also meinem Blut, meinen Gelenken, meinen Knochen, meinen Muskeln, meinen Sehnen, meinen Bändern, meinen Organen oder auch speziellen Organen, die mir in den Sinn gekommen sind. Und ich habe auch immer gesagt, ich vergebe meinem Blut, ich vergebe meinen
meinen Muskeln, ich vergebe meinem Herzen, ich vergebe meiner Lunge, alles Mögliche, was mir nur in den Sinn gekommen ist. Und ich habe gemerkt, wie mein Körper sich im Laufe dieses Prozesses genauso auch entspannt und erleichtert hat. Und dann in Schritt 2, für die, die eben auch im Webinar waren und genau wissen, wie dieser Seelendetox-Prozess funktioniert, in Schritt 2 habe ich dann angefangen zu sagen, eben diese Schuldbekenntnis oder dieses Eingeständnis, dann habe ich mich entschuldigt und mich entschuldigt, dass ich meinem Körper nicht vertraut habe, dass ich mich für ihn geschämt habe. Ich habe zugegeben, dass ich meinem Körper Leid angetan habe. Ich habe mich schuldig bekannt, dass ich nicht gut für ihn gesorgt habe, dass ich ihn zum Teil schlecht ernährt habe. Alle die Dinge, die mir in den Sinn gekommen sind. Und das habe ich auch wieder als sehr befreiend empfunden. Nicht nur eben in Beziehung zum Außen, zu anderen Menschen, zu uns selber, dieses Eingeständnis, diese Bekenntnisse zu machen, sondern auch dort vielleicht tatsächlich eine Stufe tiefer gehen und unseren Körper als Vehikel für unser physikalisches Leben hier, dass wir es ihn nicht wirklich so anerkannt haben und geschätzt haben, wie er es eigentlich verdient hat. Ja, das ist etwas, wo ich glaube, da steckt ganz viel Kraft dahinter, ganz viel Freimachen des Weges zu höheren Emotionen, zu der Verbindung eben mit unserem Bewusstsein, mit unserem Feld, mit unserem höheren Selbst. Ich nehme immer ganz viele Bezeichnungen in den Mund, damit sich jeder auch ein bisschen mit seinem Bezugsrahmen identifizieren kann mit dem, was ich sage. Und wenn ihr nicht dabei wart beim Webinar, wenn euch das doch interessiert oder mit euch resoniert, wie dieser Seelen-Detox-Prozess oder auch dieser körperliche Detox-Prozess, den ich jetzt quasi als Erweiterung bekommen habe, wie das geht und was dahinter steckt, dann schreibt in die Kommentare, schreibt eure Fragen. Ich werde sie so gut wie möglich beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Leuten helfen kann. Und ich gebe einfach diese Erfahrung und das Wissen weiter, das ich auch in meinen privaten Coachings immer wieder dazu gewinne. Und es ist so interessant, wie wir doch auf eine relativ schnelle Art und Weise uns weiterentwickeln können und unsere Persönlichkeit ändern können, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und ins Vertrauen gehen, dass es ins Vertrauen der unbegrenzten Möglichkeiten. Mein Hund begrüßt hier gerade eine Katze, die Arme, die hier vorbeiläuft. Ich bin eigentlich soweit für heute fertig. Bitte, bitte lasst mich wissen, was ihr davon haltet und wenn ihr es ausprobieren wollt und mehr Informationen braucht. Wie gesagt, meldet euch, schreibt mir ein E-Mail, schreibt hier in den Kommentaren, schreibt mir eine Private Message in Facebook. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag. Alles Liebe, eure Patricia.